Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch, ich muss eben noch mal gucken, wie genau, hier in Shalgora. Und wir wollten ja nach Varyst. Und ich denke mir auch mittlerweile gerade, wir sind hier. Wir haben, glaube ich, 2 Folgen von hier irgendwo bis hierhin gebraucht. Mit Schnellreise und so weiter. Und wollen noch diesen ganzen Weg bis hierhin machen. Und ich glaube, es macht gar keinen Sinn, wenn ich das zu Fuß diesen Weg jetzt machen würde. Dass wir wirklich das Geld dann in die Hand nehmen. Hier nach Varyst gehen. In die Hauptstadt Varyst. Habe ich sogar falsch geschrieben. So. Und dass wir halt jetzt das Geld in die Hand nehmen. Wir haben 806 auf Tasche. Kosten würde es 405. Dass wir das halt dann jetzt so machen. Und ja. Alter. Hier geht's ja richtig tief runter. Oha. Jetzt bin ich aber sprachlos, wirklich, für dass die hier so einen Berg gemacht haben, für so ein altes Spiel. Hätte ich jetzt für damalige Verhältnisse jetzt echt nicht gerechnet, dass die so einen hohen Berg machen würden. Aber okay, wir gehen jetzt mal rein. Beziehungsweise wir schauen mal. Wir haben hier... Ne, wo hatten wir den Brief? Wir hatten doch nicht hier. Wo war denn der? Hier. Also, use. My eyes and ears are broke. Say that you are interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should a queen. You really should come visit me in Castle Varyst. I have some most interesting tidbits that I am sure you would enjoy hearing. Morgia, Princess of Varyst. Ja. Und da würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg in Richtung Palast. Ey, ich feiere das gerade. Wir sind jetzt klar mehrere hunderttausend Kilometer wahrscheinlich in diesem Spiel entfernt von Daggerfall, wo wir eigentlich zu Hause sind in diesem Spiel. Aber das feiere ich jetzt ein bisschen. Aber wo ist das da Palast oder? Ne, das ist Friedhof. Das Mausoleum. Ich könnte aber auch mal so dreist sein und das hier machen. Okay. Dann lass mal da hin. Das sah jetzt sehr interessant aus auf der Map. Ich muss mich aber auch entschuldigen in der heutigen Folge. Ich werde wahrscheinlich öfters mal in der Aufnahme hier wahrscheinlich ein bisschen so aufstoßen müssen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber ich bin hier jetzt schon auch dritte Kaffee am Trinken. Den dritten. Und ja, sagen wir mal so, ich hatte gestern eine sehr, sehr lange Nacht. Und ja. Und ich muss irgendwie für heute, das ist jetzt genau, wo diese Folge hier jetzt rauskommt, das kriegt ihr sogar noch tatsächlich mit, wann ich das auch aufnehme. Also es ist ja heute Samstag, der 25. März und ich nehme das ja gerade auf und ihr werdet das genau heute, wo ich das aufnehme, auch sehen. Aber trotzdem, ich hatte gestern wirklich eine sehr schönen Abend gehabt, so, und die Nacht wurde auch schon ganz schön lang, aber war wirklich schön bei einer Freundin da im Stream gewesen und ja, ich kann euch das gerne mal später vielleicht verlinken oder so, wenn ich mich noch daran erinnere, so das zu machen.
Aber ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das euch anzusehen. So. Ist das denn überhaupt der Palast? Die Kids fangen hier auch schon an. So. Da haben wir schon mal. Battle Mage. Noch ein Battle Mage. Ah, ich kann hier einfach so aufmachen, reingehen. Muss ich mit dem quatschen? Edwester Buckinghose. Ne, danke. Ich glaube, wir. Wir quatschen mal mit ihr. Queen Barencia? Das ist die Königin Barencia. Das ist die. Okay. King Edwire, aber. Komm, wir fragen die mal auf politisch, People. Okay. Dann aber eher nicht. Aber. Vielleicht muss ich die da anquatschen. Ah, it's really too bad, Max. I have a special assignment that requires someone I trust, such as yourself. However, it also needs someone of greater skill in order to survive. Come back and visit me when you have improved your skills some more. Aber wir haben die. Hier die Steine von Barencia aus Skyrim. Das ist die. Die hier. Wer ist das? You are trying to track down that letter of the Emperor's, yes? There are very few scandals in the Bay of which I am totally ignorant. I could give you some information, but nothing is without a price that I know well. I need a champion who doesn't fear the fire of oblivion. Are you interested? Natürlich. Soul of the Black Knight, that's a relief to me. Do not ask any questions. Get this letter to a certain high-level sorcerer at the Necromancer's Crypt, Skark Barrow in the Dragontail Mountains. Avoid the rift. If you see it, you have gone too far. They will not be expecting you and will not wait for any introductions. The Necromancers feel that death is a reward for the living, not a punishment once you have delivered the letter. They would feel no need to guarantee your safety. It is the way I need the letter delivered and a response from King of Worms in my hand. 1 month from now at the absolute latest. The risks are very high, Max. Please do not fail. König der Würmer? Das könnte höchstens wahrscheinlich Manimako sein. Alter. Was ist das denn jetzt heute für ein Tag? Hier für eine Quest. So, wir treffen hier die Königin Barencia. Müssen wahrscheinlich zu Manimako, dem König der Würmer, so wie ich das richtig verstanden habe, oder? Princess Morgia of Wariath has asked me to deliver a letter to the King of Worms of the Necromancers of Skark Barrow in the Dragontail Mountains. She said to avoid the rift. Whatever it is, if I see it, I have gone too far. She wants a reply back in a month. Ich habe jetzt also einen Monat Zeit, einen Brief zu Manimako zu schicken. So, okay, nee, falsche Taste. So. Brofgarian Mountains, Orsinium Area, Gauverdon, Menevia, Alkea. Wo muss ich hin? Dragontail Mountains. Bis hierhin. Ich bin hier und ich muss hierhin. Warte, jetzt nochmal durchlesen. The Necromancer of Skark Barrow. Also Skark Barrow in den Dragontail Mountains. So, find Skark Barrow. Habe ich das richtig geschrieben? Wo ist denn das? 125 Gold wird das kosten. Wir haben noch 401. Okay.
Ich hoffe, ich habe es jetzt auch nicht verkackt. Ich würde sagen, vielleicht machen wir auch noch mal ein Safe Game auf die 4. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier vielleicht auch noch zu kämpfen kommt. Okay. Ah, hier geht's rein. Und jetzt Ladebildschirm. Spider just died. Jo, hier wird es zu kämpfen kommen. Okay. Aha. Nein, nicht runterfallen. Ah, gut. Es muss doch einen sicheren Weg darunter geben, oder? Nö. Das heißt, ich habe hier wirklich so. Hallo. Ich will hier runter. Ich glaube, gegen die werde ich nicht ankommen hier. Nein. Nein. Autsch. Wo geht's hier raus? Nein. Nein. Drei Stück von denen. Oh, nee. Scheiße. Ja. Okay. Aber hier geht's auch nicht weiter. Oder? Irgendwie? Geht's hier weiter? Gibt's hier irgendwo vielleicht eine geheime Tür? Habe ich's verbockt? Hier ging es auf jeden Fall nicht weiter. Was? Wieso geht meine blaue Anzeige da leer? Das Magiker? Okay, ich nutze zwar keinen Magik, aber bitte bleib weg. Ich glaube, es ist vorbei hier. Das werde ich nicht überleben. Haben wir hier die Tür? Nein! Ja, ich bin runtergefallen. Okay, das heißt, wir müssen das hier nochmal laden, weil wir nicht drinnen geladen haben. So, dann gehen wir noch einmal rein und versuchen dort noch einmal. Bin es wieder gestorben? Ne, das war. Den hier mussten wir wahrscheinlich hier. Weil das andere da wahrscheinlich eher eine Falle war. So. Oh. Hallo, ich komme nicht mehr hoch. Alter. Autsch. Habe ich irgendwie eine andere? Was? Schnelle? Habe ich vielleicht eine andere Waffe? Nope. Was ist denn das eigentlich für ein Viech? Ein Zombie. Das ist ein Zombie. Nein, da ist sogar noch einer. Okay. Okay. Das ist vielleicht hier keine so gute Idee. Wir sind aber auch nur Level 3. Ja, vielleicht müssen wir da durchrennen oder so. Ich weiß es nicht.
Blau, 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 ne. Blau, 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 gelb. Und gelb. Grün, rot. Hat das irgendwie was zu bedeuten? Also rot und grün, klar, verstehe ich mittlerweile. Hier, das geht direkt in den Tod. Und hier soll der richtige Weg sein. So, dann würde ich sagen, vielleicht machen wir hier nochmal ein Save Game auf die 2. So. Und gleich kommt der Zombie wieder. So, vielleicht müssen wir einfach jetzt mal... Nein! Was ist denn das? Bitte kämpft ihr mal gegeneinander, ja? Da müsst ihr gleich... So, die sind jetzt alle hier. Nein, ich will da durch, ich will da durch! So. Wir sind erstmal weitergekommen. Scheiße. Fuck. Okay, das wird. Jetzt bin ich am Arsch. Oder? Kommt er hier hin? Kann ich so? Ja, ich kann das machen. Ah. Okay, immerhin. Alter. Muss man hier richtig Angst haben? Hier geht es auch nicht wirklich weiter. So, dann war es vielleicht eine dieser Türen. Hier vielleicht machen wir nochmal ein Safe Game auf die 2. Keine gute Idee hier. Hier vielleicht. Nein! Nein! Okay, hier kommt er aber nicht hoch, weil wegen Treppe. Die Tür lassen wir. Die Tür lassen wir in Ruhe. Ich habe schon gesehen, wie der da hinterher kommt. Noch ein Vampir? Nein. Nein. Zwei Vampire. Bitte nicht. Autsch. You dropped to the ground completely. Nein. Ah, nein. Das war's. Die haben mich ausgeschaltet. Autsch. Okay, wo muss ich aber hin? Wo muss ich hin? Die kommen jetzt erstmal nicht hinterher. You are silenced, was? Wie ist denn hier hochgekommen? Gibt es hier bestimmt noch andere Wege? Ach ne, ich bin wieder hier hingegangen. Ne? So, bitte nicht. Eieieiei. Ach nein. Nein, bitte hier bleiben, ja? Ich hoffe, die kommen nicht hoch. Okay, hier sind wir erstmal weiter. Hallo Bär, ich habe da Gäste für dich.
Toll. Scheiße. Wo bin ich hier geraten? Ich bin einfach zu schwach, hier irgendwen zu attackieren. So. Ja, ja, bitte. Hier. Ich renne nur an euch vorbei, ja? Ich möchte nur an euch vorbei. Bitte kümmert ihr euch um euch gegenseitig, aber nicht um mich. Und hier... Hier geht's weiter. Oder doch nicht. So. Kann ich mich hier verstecken? Ja. Ah. Wir machen hier ein Safe Game auf die 3. Weil wir sind jetzt schon relativ weit gekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht hier. Gibt es da irgendwie noch einen geheimen Weg irgendwie? Dass ich vielleicht übersehen haben soll? So, die machen wir kaputt. Das waren mir aber vorhin wirklich doch ein bisschen zu viele. Aha, hier geht's noch weiter. Oder? Bin ich hier richtig? Das ist der neue, weitere Weg. Okay. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Okay. Wüten. Whelmy Stranger. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was das für ein Geräusch ist. Und... Very good. If you are not rewarded with death by the loyal servants of the barrel, give this note to Princess Morgia, please. Ist das Mani Marco? Oder das? Ich weiß es nicht, aber wir machen hier auch nochmal ein Safe Game auf die 3. Und ich glaube, dass ich jetzt vielleicht sogar ein kleines Päuschen machen möchte. Bevor wir hier weitergehen, würde ich hier jetzt einmal kurz die Aufnahme pausieren und dann bin ich sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Jetzt habe ich ein kleines Päuschen gebraucht. Habe ich wirklich gebraucht, weil das gerade sehr, sehr gefährlich für mich hier war. Und jetzt müssen wir erstmal den Weg wieder zurückfinden, ne? Irgendwie. So. Wo werden der Weg wieder zurück? Da nach oben glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen schon wirklich hier hin. Und... Ja, also hier hin und dann die Treppe hier hoch. Okay. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Auf die 3. Und dann müssen wir gleich irgendwo... Ui, da kommt schon ein Geist. Aber hier hin. Ja, komm schnell. Und Climbing! Climbing Mode! Wieso kann ich nicht climben? Ah, ja. Komm. Nein. Ich will climben. Komm. Lass mich klettern. Nein. Nein, komm. Komm. Nein. Lässt er mich nicht klettern. Nein. Oh nein. Das war jetzt echt doof. So, okay, Schwarzbild. Jetzt nochmal versuche. Schnell dem Geist vorbei, hier hoch. Jetzt schnell. Ich hoffe, der schafft es nicht. Hier hoch. Jetzt, komm. Komm. Kletter. Irgendwie. Mach doch.
Komm! Ich will klettern! Wieso klettert er nicht? Komm schon! Okay, schnell, Controls. Wie kletter ich? Wo steht Klettern? Wo steht hier Page Up, Page Down? Welche Tasten sind das? Bitte, erklärt mir mal, welche Tasten sind denn das? Ja, nein, komm, ja. Okay. So. Okay, wir haben es geschafft. So. Dann hier auch nochmal. Safe Game auf die 4. Wir haben es geschafft. Und zurück nach Wayrest. So, Wayrest. Bis dahin. Ja, schnell reisen. Würde 125 wieder kosten. Wir sind gleich wieder pleite. Aber wir sind immerhin wieder hier. Was sagt die Uhr in dem Spiel? 7.11 Uhr am Morgen. Okay. Das heißt, der Palast würde gleich irgendwann aufmachen. Ich bin froh, dass wir da wieder raus sind aus diesem Dungeon vom Manimako. Weil wir gegen die Untoten nicht kämpfen können. Weil man ab einer gewissen Materialstärke oder so, aber einem gewissen Material erst irgendwie gegen Untote kämpfen kann. Und wir haben hier nur Stil und Stil hilft nichts gegen Untote. Bisher. Und das hätten wir so oder so nicht geschafft. Vor allem, wir sind auch sehr, sehr low, was unser Level angeht. Wir sind sehr, sehr schwach. Das war aber... Es tut mir aber auch wirklich sehr, sehr leid, dass ich das irgendwie jetzt durchgerusht bin, da gerade. Ich sehe zu, dass wir vielleicht wieder zurück nach Daggerfall gehen und dann ein bisschen was für... Ich glaube, hier bin ich falsch, oder? Da hinten muss hier, ne? Dass wir vielleicht wieder zurück nach Daggerfall gehen und noch ein bisschen für die Gilde da ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld verdienen gehen. Irgendwie so in der Richtung. Dass wir vielleicht mit der Hauptquest ein bisschen warten. Okay, hier komme ich nicht so rüber. Es tut mir wirklich leid fürs Durchrushen. Ah, hier kommen wir durch. Okay. Ah, da ist der Palast. Da mussten wir dahin gehen. So. Ich hoffe, wir sind von der Uhrzeit auch rechtzeitig da und nicht zu früh oder zu spät. Dass wir hier dann auch die Quest dann abgeben können. Jetzt lädt es erstmal. Schön. Wir können rein. Okay. Ne, nicht an der, sondern da hinten, da oben mussten wir an der, glaube ich, abgeben, ne? An der war das. Hallo? Oder hier? Hallo? So, warte. Hatte ich hier nicht? Also, erstmal Use. Was ist denn das? Die Quest scheint doch erfüllt zu sein, oder? Was mit der? Muss ich hier vielleicht irgendwie warten, wenn ich hier drücke? Leute, tue why? Wie, warte mal, wir... Ich würde sagen, wir machen hier vielleicht nochmal ein Safe Game auf die 1 dann aber jetzt. Und dann versuchen wir das mit Leuter to a while. So, sagen wir mal 3 Stunden.
Ich hoffe, wir werden jetzt nicht kriminell deswegen. Vielleicht können wir jetzt mit der quatschen. Nope. Was ist mit der? Können wir auch nicht. Okay. Ist die Quest erfüllt? Wir haben eh gerade gespeichert. Können wir hier ein bisschen gucken? The board guard says only castle staff. Ah, okay. Was hier? Kann ich hier rein? Okay. Ich darf hier nicht einfach so irgendwo rein. Mal gucken, vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas anderes, wo ich einfach so mal reingehen kann. Hier zum Beispiel. Okay, finde ich auch interessant. Hier kann ich nicht rein. Beziehungsweise darf ich nicht. Warum hockt er oder sie, kann ich nicht identifizieren, aber er oder sie auf dem Tisch? Kann ich mit dem quatschen? Nö. Okay. Ich würde sagen, wir haben das aber erstmal erfüllt. Hier kann ich auch nicht rein. Und hier auch nicht. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und ich würde sagen, wir machen uns irgendwie langsam wieder auf den Weg nach Daggerfall. Ich will jetzt wissen, wie viel wird mich das denn kosten? Eine Schnellreise dahin. 620. Das Geld haben wir nicht. You do not have enough gold. Ja, haben wir schon gedacht. Ich wollte es nur mal machen, ausprobieren. Das heißt, wir müssen dann vielleicht erst einmal ein paar Quests machen. Wieso habe ich das Messer unten gezückt? Das Schwert. Und uns vielleicht auch so auf dem Weg Richtung Westen machen. Bleibt uns ja eh nichts anderes über. So, und dann hier. Wo ist denn der Ausgang? Hier im Westen? Südwesten. Weiter im Norden gibt es keinen Ausgang. Okay. Dann rennen wir mal. Oder wir schauen mal, dass wir hier vielleicht irgendwie ein paar Quests... Naja, ich glaube, wir können auch eher mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie einen Dungeon oder so in der Nähe finden. So. Wir müssen eher in Richtung Norden. Okay, auf unserem Weg gibt es keine Dungeons. In dem Bereich zumindest. Die Dungeons sind eher da ein bisschen mehr im Osten. Ja, okay, dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht hier irgendwie in der Nähe ein paar Quests kriegen. Meistens haben Tavernen so Quests. So. Da war sogar eine Taverne. Hier. Dann gehen wir da mal rein und fragen mal, ob irgendjemand eine Aufgabe für uns hat. Moin, hast du eine Quest? Nö. Du hast doch bestimmt eine Quest. Nein. Nein. In Longvale, my darling, Lysoria Etching awaits me. Tormented by the tyranny of the cruel Lysona Wixley. I cannot sleep while Lysoria Etching is so imprisoned. But I fear the agents of Lysona Wixley who work to keep us apart. Will you go with me to Longvale and protect me? Natürlich! My gratitude will be endless, Max Deus II. Quickly, let us away to get Lysoria Etching. We can find her at the Masterhelm Residence in Longvale. Okay, wir haben eine Quest. So, dann suchen wir mal Longvale. Find Longvale. Ja. Warte. Müssen wir wirklich nach Longvale? Erstmal schauen. To Longvale. Okay. Also Longvale war schon richtig.
Nochmal Long. Whale. Dann schauen wir mal, was wir dafür für eine Aufgabe kriegen. Oder wie viel Geld wir dafür eher kriegen. So. Dann ist... Warte mal, wir müssen aber auch hier... Nein, das ist nicht Steel Mode. Hier, Info Mode. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht hier rein. Gehen wir wieder raus. Wir gehen mal wieder raus. So. Wir fragen mal einfach irgendwen. Erstmal vielleicht. People. Wir fragen mal so. Yeah, Max, there's a second. I don't think I wanna tell you where to find the Zero Ash. Okay. Dann nicht. Dann sind wir hier auch eher noch unbeliebt. Hallo. Achso, wir müssen wieder hier drauf. People. Komm. What we're going to want to do is to go that way, west. Dankeschön. Westen. Dahin. Vielleicht ist er doch hier. Hallo, ist hier jemand? was ein geiles Bild. So. Wouldn't you like to know? Okay. Vielleicht gibt es hier noch irgendjemanden. Schauen wir mal. Es kann ja sein, dass hier vielleicht noch jemand ist. Hier waren wir schon. Okay. Dann nicht. Vielleicht ist es in diesem Haus. Theoric Mossberg whispers exactly. Yes, this is the place where Lysiona Wixley Tars are holding, my beloved. We must hurry. Okay, das ist schon das richtige Haus. This looks like private property. Do you still want to look through it? No. Machen wir lieber nicht. So. Okay, hier ist auch nichts. Das war, glaube ich, Ausgang. Dann müssten wir hier wahrscheinlich rein, ne? Ah, my beloved Lysoria Ashing. Max Deus II has agreed to protect us from Lysona Wixley. Quickly. Max Deus II, take us to the Order of the Hour at Eastwood. Eastwood muss ich jetzt mit denen. Ich glaube, das war die Ausgang, ne? Eastwood. Warte, das schauen wir uns nochmal genauer an. Kill Theodoric Morse Smith to prevent the marriage. They are to be wed at the Order of the Hour in Eastwood. Eastwood. Ich glaube, das ist auch noch hier. Find Eastwood. Alter, wie viel muss ich reisen hier? Immer 20 Gold, aber... Warte, Eastwold? Eastwold, okay. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Okay. Wir wechseln wieder auf diesen Modus. Warte, nochmal auf die Map. Westen einmal. Da lang. Da müsste... Da ist eine Gilde. Da müssen wir einmal schauen, was das für eine Gilde ist. Wenn wir die Tür finden... Hier. By Thorix Beard, cries Theoric Morswit. Here is the Order of the Hour. Now we just need Mordor Hursley to marry us.
And Lysoria Ashing will be out of Dishonored Wixley. Please reach for good. Was? Was? We are under order from Lysoria Wixley. Was? Ouch. Das gefällt mir gerade gar nicht. Aber das hier wiederum schon. Wir machen hier aber auch nochmal ein Safe Game auf die 2 aber. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Kann ich hier jetzt das hier machen? You have not rented a room here. Wer ist das? Nee. Okay, ich muss diese komplette Gilde hier jetzt. Wer ist denn das? Bist ist der. Ich kann die Namen nicht lesen. Max, we are indebted to you. Now that the ceremony is underway, you certainly cannot prevent it. Here are the 291 gold pieces I promised you. Okay. Ist die Quest erledigt? Theoric Mosswood of Eastwood asked me to escort him to Longvale to find Lysoria Ashing. Theoric Mosswood is betrothed by Lysoria Ashing, but Dishonored Wixley wants to kill Theoric Mosswood to prevent the marriage. They are to be wed at the order of the hour in Eastwood. Also die Quest ist noch nicht erfüllt, oder wie? Muss ich mit irgendwem anderen reden? Vielleicht mit der? Why would I help a complete stranger? Okay. Nee. Was? Daedra Summoners? Summoning? Okay. No. Gefällt mir gerade gar nicht. Tristy Stairs Mossmith. Okay. It's around here in the order of the hour, and it's around here in the order of the hour. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich machen soll. Aber ich würde sagen, vielleicht sollten wir hier einfach mal rausgehen. So, zählt die Quest jetzt als erfüllt? Jetzt zählt er als erfüllt. Okay. Ich muss hier nur rausgehen. So, schauen wir mal, wo ein Laden ist. Hier. Da kann ich sicher ein paar Sachen verkaufen. So, dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen jetzt vom Geld zurückkriegen, damit wir wieder in Richtung Daggerfall gehen können. Das war jetzt aber echt eine interessante Quest. So, noch ein bisschen. Das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr interessant. So, ich wette, da vorne sind schon die Läden, oder? Ja, das sind die Läden. Ich hoffe, das sind auch die richtigen Läden. Ja. Zumindest ein bisschen. Ein bisschen richtig. So, Sell. Hier, this. Ich habe hier sehr viel zum Verkaufen. Jo, 2200 fast. 858, ja, nice. Sonst habe ich hier jetzt nichts, ne?
Okay. Hatte ich irgendwie vielleicht bessere Ausrüstung als ich? Nope. Der gibt plus 7. Wie viel hat der hier? Plus 6. Der plus 7. Plus 6. Was würde der kosten? Und dafür den hier. Nein. Bei. Ja. Da kann ich ihm den anderen da verkaufen. Ja. Hatte ich hier noch irgendwas anderes, geileres? Dwarven Broadsword. Was haben wir hier? Steel Katana. 3 bis 14 Damage. Der hier 3 bis 16 Damage. Okay, unser ist besser. Sonst hatte ich hier, glaube ich, nichts, ne? Oder hier vielleicht noch was? Nope. Dann schauen wir mal, vielleicht hat der hier auch noch irgendwas Besseres. So, was hat der hier? Der gibt plus 6. Der hier gibt plus 9. Nee, dann lieber nicht. Was ist das? Der plus 6. Plus 9. Elvenstaff. Iron Wakatsashi. Nope, hier hat er nichts. Ich sehe hier gerade auch nichts, was wirklich besser ist. Was ist denn das jetzt, was wir hier haben für einen Helm? Ich habe keine Ahnung. Da, seine Wäsche wollen wir nicht angucken. Wir haben noch ein bisschen was im Inventar, meine ich. Hier nichts mehr. Potion Recipe brauchen wir eigentlich nicht. Warte, wie viel Geld haben wir jetzt? Gold? 1343. Das müsste doch eigentlich reichen, um nach Daggerfall zurückzukehren, ne? Find Daggerfall. Ja. 680 wird es uns kosten, die Reise dahin. Aber egal, wir nehmen die. So. Warte, was heißt denn das mit den Skills da? Was? Longblade. Ja, okay. Major hier. Hand-to-Hand. Archery, Shortblade. Hand-to-Hand, Stem, ja okay, Miner. Climbing, Jumping, Dodging, Running. Ich muss irgendwie checken, wie das mit den Skillen hier funktioniert. So, wo steht das auch, wie viele Erfahrungspunkte ich schon mittlerweile gesammelt habe? Encubrance? Keine Ahnung, was das heißt. Das muss ich mal googeln, übersetzen lassen, was das bedeutet. So gut in Englisch bin ich nicht. Aber wir müssen schauen, dass wir ein bisschen wieder vielleicht aufleveln. Aber immerhin sind wir wieder zu Hause in Daggerfall. War schon heute eine starke Reise, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, ebenfalls. In der nächsten Folge machen wir weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.